Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webgespräch. Mein Name ist Klaus Kawert, ich bin Vorsitzender von Initiative e.V. Ich möchte heute sehr herzlich begrüßen Dr. Dirk Ehns. Ich werde eine kurze Vorstellung machen. Herr Ehns kommt aus, ursprünglich aus Bremen, er hat in Göttingen VWL studiert, ist heute an der TU Chemnitz tätig als Dozent. Ist auch Vorstandssprecher der Puffendorf Gesellschaft und die hat im Februar 2019 die erste europäische MMT-Konferenz durchgeführt und insofern ein prominenter Gesprächspartner, was die Modern Money Theory betrifft. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir hier heute Zeit nimmst. Ich möchte gleich beginnen mit dem Thema nochmal. Thema ist, was schlägt die Modern Money Theory zur Bewältigung der Corona-Schuldenkrise vor? Die Schulden, Staatsschulden steigen derzeit sehr stark an, ist ja auch schon ein Thema. Und vielleicht, also wir als Monetative, wir stellen uns ja vor, dass man Geld auch schuldenfrei emittieren könnte. Und ich habe in deinem Buch gelesen, auf Seite 42, ohne Verschuldung kann kein modernes Geld entstehen. Das ist, ja, ich übergebe an dich zu einem Vortrag. Und dann werden wir so in einer halben Stunde circa mit der Diskussion anfangen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Klaus Kawert, auch für die Ankündigung. Ich bin jetzt nicht mehr an der TU Chemnitz tätig, aber Puffendorf Gesellschaft Vorstandssprecher, das ist noch aktuell. Entschuldigung, Ja, ja. kein Problem, hat sich gerade so ergeben. Das heißt, wir können heute noch mal ein bisschen in die MMT reingehen. Ich werde jetzt einen Vortrag halten, der so eine kurze Einführung ist von vielleicht so 20, 25 Minuten. Das ist jetzt nicht unbedingt auf Monetative abgestimmt, aber ich habe das natürlich schon mitbekommen, auch über die Jahre mit dem schuldenfreien Geld und mit den Ideen des Vollgelds. Ich bin auch in Berlin nicht weit entfernt von der Merseburger Straße, wo dann ab und an mal was stattfindet. Deswegen, ja, die Wege sind kurz und online natürlich noch kürzer. Ja, Verständnisfragen, wenn es ganz dringend ist, kurz am besten im Chat. Aber ich versuche das möglichst einfach zu halten und dann die anderen Verständnisfragen sozusagen dann später im Gespräch. Okay, ich denke, das Einfachste nochmal, um die MMT zu erklären, ist so eine kleine historische Stunde in Anführungsstrichen. Es gibt ja ganz viele historische Belege für die Entstehung von Papiergeld, unter anderem halt auch in den amerikanischen Kolonien, was sehr gut erforscht ist, weil gerade in den USA halt viele Historiker sich beschäftigt haben mit den Anfängen des Geldsystems, mit den ersten Dollars, die eingesetzt worden sind. Insofern können wir das am besten einfach mal durchspielen. Das heißt also, wir versetzen uns jetzt quasi nochmal zurück in das Jahr 1700, steigen jetzt alle zusammen ins Boot, nehmen nur die wichtigsten Sachen mit und dann geht's ab nach Amerika. Das heißt, wenn wir da ankommen, steigen wir halt aus dem Boot und gucken uns an, wo wir irgendwie ein kleines Dorf oder so bauen können. Und dann fangen wir halt an. Jeder für sich schreinert da so ein bisschen das Häuschen, das jeweilige zusammen. Wer nicht so gut dabei ist, der lässt sich halt helfen oder wer gut dabei ist, hilft halt anderen Leuten. Das heißt also, das ist quasi das, was der private Sektor jetzt quasi macht. Das sind wir Haushalte. Wir nutzen quasi die Ressourcen ganz ohne Geldsystem, um uns halt Häuschen zu bauen, damit wir nicht, wenn wir Wind und Wetter ausgesetzt sind, Probleme bekommen. Und wir bauen auch ein bisschen was an, keine Ahnung, an Getreide, haben vielleicht auch ein paar Hühner mitgebracht oder ein paar Schweine. Aber das ist mehr oder weniger noch die Idee des Selbstversorgers. Das heißt also, hier setzen wir quasi Ressourcen ein, ohne Geldsystem. Das Geldsystem wird eigentlich erst wichtig, wenn es zu der folgenden Frage kommt: Was machen wir eigentlich, wenn wir eine Straße bauen wollen? Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine öffentliche Straße bauen, das ist hier nochmal was anderes als so eine privatwirtschaftliche Geschichte. Das heißt, bei einer Straße ist uns eigentlich allen klar, das gehört zum Gemeinwesen. Ja, das heißt also, hier ist nicht das Ziel irgendwie, dass einer sein Häuschen verschönert, sondern wir wollen halt aus praktischen Gründen eine kleine Straße durchs Dorf bauen, damit wir halt schneller hin und her laufen können. Und vielleicht könnten wir auch irgendwo auf dieser Straße eine Schule ansiedeln und dann entsprechend auch Lehrerinnen und Lehrer einstellen, die halt entsprechend dort in der Schule halt die Kinder unterrichten. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie machen wir das? Bisher war es immer relativ einfach bei dem Ressourcenkrams, weil es gab ja genügend Land, in Anführungsstrichen. Ja, die Probleme mit der einheimischen Bevölkerung blenden wir jetzt mal einfach aus. Kann natürlich in anderem Zusammenhang sehr gern thematisiert werden. Aber wir gehen mal einfach davon aus, dass quasi nicht das Problem ist, dass die Ressourcen knapp wären, sondern das Problem ist jetzt eher sozusagen, wie werden sie denn bewegt?
weil dass jetzt jemand freiwillig für uns eine Straße baut, ist ja relativ unwahrscheinlich. Das heißt also, wir müssen halt schon auch so ein bisschen Landwirtschaft betreiben, um halt uns zu ernähren. Und gerade der Job als Lehrer oder Lehrerin ist ja auch eine Fulltime-Arbeitsplatz, also das ist eine Vollzeitstelle. Wer auch immer das macht, muss ja dann irgendwie auch anders versorgt werden, mit Lebensmitteln beispielsweise. Und so haben halt die Amerikaner halt, die Kolonialisten damals in Amerika, bevor es die USA wurden, haben halt Papiergeld wiedererfunden, wiederentdeckt und haben halt gesagt, okay, für die Sachen, die das Gemeinwohl anbelangen, dafür geben wir unser eigenes Geld aus. So, und jetzt ist die große Frage mit dem Geldsystem, wie fängt denn das an? Das heißt, normalerweise, wenn man in VWL-Lehrbüchern nachguckt, steht da irgendwas vom Markt und dass es halt sehr viel praktischer wäre, statt direkt zu tauschen, dass wir eine Währung einführen oder quasi immer nur ein Tauschverhältnis haben von den Gütern in die entsprechende Währung. Aber wir haben ja noch keine Währung. Das heißt also, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir als Dorfgemeinschaft sagen, wir wollen öffentliche Güter haben und ein Gemeinwesen, ist, wie heißt eigentlich unsere Währung und wie sieht die aus? Und die englischen Siedler, die englischsprachigen Siedler, die haben aus dem Taler, haben die englischsprachig dann den Dollar gemacht, da kam das Wort letztendlich dann her, und haben halt gedacht, okay, wir nennen es einfach mal Dollar. Und wie sieht es aus? Naja, wir können uns ja überlegen, wie es aussieht. Die Idee ist da quasi einfach, wir zeichnen halt ein kleines Scheinchen, malen das ein bisschen an und drucken das Geld. So, und Gelddrucken ist einfach. Das können wir alle. Gelddrucken ist völlig unproblematisch. Das können an allen Ländern der Welt, alle möglichen Leute. Meine Kinder können Geld malen immerhin. So, aber die Frage ist natürlich, wenn ich ihn jetzt sozusagen anbiete als, sagen wir, Bürgermeister dieser kleinen Stadt, und ich biete ihn jetzt an und sage, hier, Sie bekommen 10 Dollar, dafür bauen Sie uns eine Straße. Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, klingt jetzt nicht so besonders attraktiv. Was soll ich denn mit US-Dollar oder mit Dollar? Und da merken wir ziemlich schnell, die Akzeptanz der Währung, die muss irgendwie erzeugt werden. Ansonsten habe ich einfach nur so ein bedrucktes Scheinchen Papier und ich kann ja niemanden zwingen, es anzunehmen. Ja, das wäre Sklaverei. Also wenn ich jetzt sage, hier sind 10 Dollar, bau mir die Straße oder ich bringe dich um, das ist kein Währungssystem, das ist Zwang und Sklaverei. Insofern, wir müssen halt irgendwie überlegen, wie wir das halt schaffen, mit dem entsprechenden Währungssystem eine Akzeptanz der Währung erstmal zu erzeugen. Und da haben sich halt die amerikanischen Siedler halt darauf verständigt, dass sie einfach eine Steuer erheben. Das heißt also zum Beispiel, jeder von den Besiedlern oder von den Siedlern dort vor Ort muss halt, wenn er am Gemeinwesen partizipiert, und im Zweifelsfall sind das einfach gezwungenermaßen alle, die in dem kleinen Dorf leben oder in der Stadt, jeder muss halt, sagen wir, 10 Dollar Steuern zahlen am Ende des Jahres. Ja? Kann auch gekoppelt sein an ein Grundstück oder an ein Häuschen oder einfach nur an einen Kopf, in Anführungsstrichen. In Europa gab es ja auch zu dem Zeitpunkt schon diese Fenstersteuern beispielsweise oder ein bisschen später auch im französischen System, das halt je nach Fenstern besteuert worden ist. Aber diese Art der Steuer, die erzwingt letztendlich dann die Zahlung, die Akzeptanz des Geldes. Das heißt also, weil halt Sie jetzt alle, wenn wir jetzt alle nach rüber fahren, weil Sie jetzt alle 10 Dollar brauchen bis zum Jahresende, sind Sie jetzt alle bereit halt, mir als Bürgermeister Sachen anzubieten. Entweder Ihre Arbeitskraft oder irgendwas, was Sie produziert haben, vielleicht Äpfel oder Fische, wenn Sie welche gefangen haben. Und so kann sozusagen der Staat sich mit seinem eigenen Geld halt entsprechend versorgen. Ja, das heißt, die Alternative dazu ist ein Naturalsteuersystem, wo der Staat einfach sagt, ich nehme 10% von allem, was produziert wird. Ja, das war das typische religiöse Steuersystem, in Anführungsstrichen, was die Kirchen durchgesetzt hatten vorher in Europa. Aber eine Geldwährung ist ein bisschen geschickter, ja, weil der Staat nur das kauft, was er braucht. Und quasi die Akzeptanz und die Güter bekommt er sozusagen durch diese Steuerpflicht. So, und wenn ich jetzt als Staat überlege, dass ich was Geld ausgeben möchte, ja, die ersten 10 Euro, weil irgendjemand von Ihnen, oder 10 Dollar besser gesagt, weil irgendjemand von Ihnen die Straße baut, wo kommen denn jetzt diese 10 Dollar her? Das ist jetzt die spannende Frage nach der Herkunft des Geldes. Wo kommt das her? Können wir Steuern erheben in Dollar? Die Antwort ist nein, das geht nicht, weil entsprechend keine Dollars in Umlauf sind. Insofern, wer keine Dollars in Umlauf hat, kann auch keine Dollars in Steuern zahlen. Das heißt also, wenn ich als Staat sage, ich möchte erst besteuern und dann Geld ausgeben, ich bin aber Schöpfer der Währung. Und die Bürgerinnen und Bürger sind nicht Schöpfer der Währung. Das heißt, die können gar nicht Dollars aus dem Nichts irgendwie fabrizieren. Das kann nur ich als Staat, nur ich kann Geld drucken. Das heißt also, Steuern als Finanzierung des Staates sind unmöglich aus technischer Sicht. Und das Gleiche gilt auch für den Verkauf von Staatsanleihen. Ja, wir könnten natürlich auch sagen, wir verkaufen erst Staatsanleihen als Bürgermeister. Und dann, die Dollars, die wir dann bekommen, die geben wir dann aus. Und da merken wir aber auch sofort in unserer kleinen Kolonie in Amerika, das klappt gar nicht.
weil die Leute keine Dollars haben. Das heißt also, die wesentliche Einsicht überhaupt der Modern Monetary Theory oder Modern Money Theory ist die, dass der Staat letztendlich Schöpfer des Geldes ist und dass Staatsausgaben nicht finanziert werden können. Weder durch Staatsanleihen noch durch Steuern. Ich erkläre gleich nochmal ein bisschen, was dazu, wofür die eigentlich da sind. Aber wir haben ja schon gesehen, Steuern dienen vor allen Dingen der Akzeptanz des Geldes. Ja, darüber zwingt man halt die Leute, diese Währung halt überhaupt anzunehmen und dafür Sachen anzubieten. Das heißt also, der Staat, wenn er Geld ausgibt, muss es in Anführungsstrichen drucken. Ja, in diesem Falle 1700, natürlich druckt er das natürlich tatsächlich direkt. Heute bei modernen Zentralbanken wird es quasi am Computer erzeugt. Ja, das heißt also, heute haben wir Excel-Tabellen. Das heißt, im Target-2-System beispielsweise darf die Bundesbank irgendwelche Konten von Banken erhöhen, wenn sie beispielsweise Kredite vergibt oder wenn sie Zahlung des Staates durchführt, dann darf die Bundesbank auch das Konto der empfangenden Bank hochschreiben. Einfach so. Ja, das heißt also auch bei Excel ist es ziemlich deutlich, wenn ich bei Excel irgendwie eine Zelle erhöhe im Wert, dann kommt das Geld auch nirgendwo her. Ja, das ist mit dem Computer gemacht, dann schreibe ich halt irgendwie 20 noch da drauf und dann drücke ich Return, aber ob ich vorher irgendwie 20 abgezogen habe oder nicht, spielt aus technischer Sicht keine Rolle. Ja, das heißt, weil es heute aber ein bisschen komplizierter ist mit den Zentralbanken und dem digitalen Geld und dem zweistufigen Geldsystem, deswegen gehen wir nochmal zurück in die Kolonien nach Amerika, weil man da einfach besser sieht, was passiert. Ja, wenn ich jetzt anfange und einen von Ihnen bezahle mit 10 US-Dollar oder 10 Dollar, wir sind ja noch nicht bei den USA, dann merke ich auch sofort, okay, die staatlichen Ausgaben sind 1:1 entsprechende Einnahmen von Haushalten. Ja, das heißt also, der Staat kann nicht Geld ausgeben, ohne dass irgendjemand von Ihnen mehr Einkommen hat. Das heißt, damit schafft sozusagen der Staat immer wieder auch Einkommen und der Staat schafft Arbeit. Ja, das heißt also, in diesem Falle sozusagen habe ich jetzt 10 Dollar ausgegeben für die Straße. Und weil wir ja halt noch mehr Leute haben, ich gucke mal kurz nach, wir haben 30 Teilnehmer hier. Das heißt also, es gibt außer mir als Bürgermeister, ich muss ja auch Steuern zahlen. Also der Staat müsste jetzt eigentlich mindestens 30 mal 10 Dollar ausgeben, also 300 Dollar ausgeben, damit jeder von Ihnen überhaupt die Chance hat, die Steuern auch zahlen zu können. Ja, das heißt also hier die Staatsausgaben, die finanzieren halt die Steuerzahlungen von uns. Und das ist sozusagen halt der Treiber der Währung. Und letztendlich handelt es dann quasi bei modernem Geld um nichts anderes als Steuergutschriften. Ja, wenn wir statt Geld Steuergutschriften sagen würden, dann würde die ganze Logik immer noch genauso funktionieren und wir würden halt auch genau verstehen, warum das Geld entsprechend akzeptiert wird. Naja, weil es eine Steuergutschrift ist und wir unsere Steuerverbindlichkeiten genau damit natürlich dann zahlen können. Insofern, was Klaus Kabat schon angedeutet hatte, das schuldfreie Geld ist unserer Meinung nach in der Wirklichkeit schon verwirklicht, und zwar halt in Form von Zentralbankgeld, den sogenannten Reserven. Das heißt also, Zentralbankguthaben und Bargeld sind letztendlich schuldfreies Geld. Ja, warum? Weil der Staat letztendlich nichts anderes schuldet als die Annahme für Steuerzahlungen. Das ist das Einzige beim modernen Geld, was der Staat halt anbietet. Ja, auch wenn wir jetzt über Jahrhunderte halt auch Umrechnung hatten oder Umtausch in Gold oder Bindung an irgendwelche anderen Währungen oder, ja, was hatten wir noch, ja, vielleicht auch Bindung an reale Güterpreise oder Güterkörbe, auch Silberstandard etc. Letztendlich verspricht der Staat bei modernem Geld nichts anderes, als dass er es akzeptiert für Steuerzahlungen. Das ist auch hier und heute mit den Euros ist genau das Ding in Anführungsstrichen. Sie können natürlich sagen, naja, Euros sind auch auf der Zentralbankbilanz Verbindlichkeiten. Aber wenn Sie damit zur EZB gehen, dann sagen die halt, tut mir leid, bei uns kriegen Sie dafür nichts. Ja, wir buchen das zwar als Verbindlichkeiten, die umlaufende Geldmenge und die Zentralbankguthaben der Banken, aber es ist nichts, was quasi aus unserer Sicht als Zentralbank irgendeine Schuld darstellt. Ja, wir werden dafür nichts tun, auch wenn Sie mit einer Million ankommen. Sie haben keine Macht über uns, das ist aus unserer Sicht keine Schuld. Sie können damit 1 Million Euro in Steuern zahlen, aber das müssen Sie beim Finanzministerium machen, das können Sie nicht bei uns. Ja, das heißt also, das ist quasi eigentlich die wesentliche Einsicht der MMT, dass der Staat als Schöpfer des Geldes eigentlich immer handlungsfähig ist. Warum brauchen wir dann Steuern und Staatsanleihen? Naja, es ist halt so, dass halt, wenn der Staat halt Geld ausgibt, natürlich Währung in Umlauf bringt. So, und wenn jetzt derjenige die Straße baut, das Geld dann ausgibt, um sich Fische zu kaufen und derjenige, der die Fische gefangen hat, der kauft sich dann Äpfel dafür und so weiter und so fort. Wir merken halt, der Staat, wenn er Geld ausgibt, der injiziert quasi wirtschaftliche Aktivität. Ja, weil wenn ich als Staat sozusagen Einkommen schöpfe, ich habe ja auch lange für Universitäten gearbeitet, ja, immer wenn die Uni mich bezahlt hat, ja, das waren Ausgaben des Staates oder des Bundeslandes besser gesagt und das hat bei mir aber natürlich dann auch wieder Ausgaben ausgelöst. Das heißt also,
wenn der Staat halt Ausgaben tätigt, dann sollte er dann sehen, dass er halt mittelfristig das Geld auch wieder zurückholt. Das heißt also, Steuern dienen im Wesentlichen dafür, die Inflationsraten gering zu halten, indem halt private Kaufkraft vernichtet wird. Ja, wenn also quasi bei jedem Konsumvorgang der Staat grob 20% der Summe sozusagen kassiert, dann mit der Mehrwertsteuer, dann ist es halt so, dass quasi, wenn das Geld zirkuliert, der Staat sozusagen automatisch die Kaufkraft wieder rauszieht. Das heißt also, der erste Inflationsbekämpfer im Geldsystem ist eigentlich das Steuersystem. Gerade wenn halt entsprechend auch Arbeitseinkommen besteuert werden, Gewinne besteuert werden. Es gibt noch alle möglichen Verbrauchsteuern, Alkoholsteuer, Tabaksteuer und so weiter. Ja, das heißt also quasi, wir müssten eigentlich nicht große Sorgen haben, dass halt der Staat sozusagen halt, wenn er Geld injiziert, dass das dann sofort in Hyperinflation umschlägt, weil quasi auch wenn der Staat gar nichts macht, alleine durch das Steuersystem fließt es halt zurück. Und es fließt halt, also je schneller das Geld zirkuliert, desto schneller fließt es halt auch zurück, weil dann halt mehr Steuern anfallen. So, das ist quasi der Grund, warum es Steuern gibt, aus makroökonomischer Sicht. Dann können Sie natürlich auch noch Steuern einsetzen, um halt die wirtschaftliche Schieflage im Bereich der Ungleichheit, der Vermögensverteilung, der Einkommensverteilung beispielsweise zu beseitigen. Das heißt also, aus unserer Sicht ist es völlig legitim zu sagen, wir besteuern halt Leute, weil sie zu reich sind und das mit einer Demokratie und einer entsprechenden Gesellschaft nicht vereinbar ist. Also das heißt zum Beispiel, gab Alexandria Ocasio-Cortez, die demokratische Abgeordnete aus New York, die hat, glaube ich, mal vorgeschlagen, eine 70% marginale Einkommensteuer einzusetzen. Ja, warum? Nicht, weil wir das Geld brauchen als Staat, um die Ausgaben zu tätigen, das wäre das Robin Hood-Argument, sondern einfach nur, weil wir halt sagen, diese Macht sozusagen dieser Leute wollen wir brechen und diese hohen Summen sind auch nicht verdient, in Anführungsstrichen. Ja, so viel Geld kann man nicht verdienen, man kann so viel Geld bekommen, aber nicht verdienen. Das heißt also, auch für die Reichen sozusagen ist es wahrscheinlich schwieriger, sich gegen so ein Argument zu wehren, als gegen ein Robin Hood-Argument à la Piketty, der halt sagt, wir brauchen das Geld für andere Sachen. Das ist sozusagen eine Sache, die aus MMT folgt. Ja, also MMT beendet sozusagen diese Vermengung von Steuereinnahmen und Staatsausgaben und sagt halt quasi, wenn wir die Staatsausgaben erhöhen wollen, beispielsweise für einen Green New Deal, müssen wir nicht warten, bis wir das Geld bekommen von den Reichen durch die Steuern, sondern wir können einfach loslegen. So, und wir brauchen auch nicht warten, bis wir Staatsanleihen verkauft haben. Das heißt also, diese ganze neoliberale Geschichte, wo halt immer wieder behauptet wird, dass wir das Geld halt leihen von den Finanzmärkten, wenn wir uns Staaten angucken, das stimmt alles nicht. Ja, das heißt, die Ausgabe von Staatsanleihen erfolgt halt nur, um einen positiven Zins zu setzen, der andernfalls mehr oder weniger auf Null fallen würde. Das heißt, nochmal in unserem Kolonialbeispiel, wenn ich jetzt als Staat immer wieder Geld ausgebe und wir stellen halt ein Lehrerinnen und wir stellen noch einen Gehilfen für den Bürgermeister und wir bauen noch ein paar Straßen und vielleicht einen kleinen Hafen. Also irgendwann haben sie natürlich auch Geld gespart und sagen halt, naja, also ich muss ja nicht nur $10 bekommen jetzt, sondern ich kann ja auch mehr bekommen. Und dann kann ich $5 für nächstes Jahr zurücklegen. Ja, falls ich nächstes Jahr krank bin, dann muss ich nur halb so viel für den Staat arbeiten. Oder ich spare halt so viel, nochmal $10, dass ich gar nicht für den Staat arbeiten muss, dann kann ich mehr mich um meine Apfelernte kümmern beispielsweise. Das heißt also, weil die Leute auch sparen, gibt es quasi die Möglichkeit für den Staat, einen positiven Zins zu erzeugen. Normalerweise würden wir halt sagen, wenn wir alle Sparer sind, ja, und nur der Staat verschuldet sich, dann haben natürlich alle möglichen Leute Geld, was sie gerade sparen wollen und aber gerade auch nicht brauchen. So, und Bargeld ist mit Null verzinst. Ja, da werden sie nichts für bekommen. Das heißt also, Sie könnten natürlich dann versuchen, als Haushalte in dieser amerikanischen Kolonie, ihr Geld zu irgendeinem positiven Zins zu verleihen. Aber weil alle nur verleihen wollen und kaum jemand Geld leihen möchte, wird wahrscheinlich in so einem System der Zins auf den Wert von Null fallen. Ja, weil im Zweifelsfall gibt es halt haufenweise Angebot von Sparern, die halt sagen, hier, ich verleihe dir mein Geld, ich brauche es gerade nicht, aber zahle mir das dann irgendwie in 2-3 Jahren zurück. Und ja, das Unternehmertum sozusagen wird normalerweise nicht so ausgeprägt sein, dass das funktioniert. Das sehen wir auch natürlich in der realen Welt, dass eigentlich die Ersparnis des privaten Sektors immer wieder auch das Gegenstück findet in der staatlichen Verschuldung. So, das heißt also, die Staatsanleihen, die sind historisch eigentlich daraus entstanden, dass man irgendwann gesagt hat, wir versuchen halt den Reichen halt einen Gefallen zu tun. Die kriegen quasi ein Einkommen, was quasi ohne Arbeit bezogen werden kann. Ja, es ist quasi ein nicht bedingungsloses Einkommen, aber ein arbeitsloses Einkommen. Das heißt also, in England im 19. Jahrhundert gab es halt Staatsanleihen, die waren mit 4% verzinst und die hatten nur eine endliche Laufzeit. Also wenn sie 10.000 Pfund hatten in Staatsanleihen, haben sie 400 Pfund jedes Jahr ausgezahlt bekommen und da konnten sie in London relativ schön leben von. So, das war halt eigentlich nur aus verteilungspolitischen Gründen, dass die Oberschicht sich da quasi selber bedient hat. Heute haben wir ja Nullzins. Das heißt also, die Idee sozusagen, den Zins dann zu variieren,
dass man quasi die Staatsanleihen zu unterschiedlichen Zinsen rausgibt und dass auch die Zentralbank mit dem Leitzins dann kommt und sagt, wir geben den Zins jetzt vor. Das geht eigentlich zurück erst auf John Maynard Keynes und die Ökonomen halt in den 20er Jahren. John Maynard Keynes schrieb dann von Managed Money, also der Idee sozusagen, dass das Geld, weil es halt sowieso staatlich ist, dass man es dann gleich auch quasi managen kann. Und aus dieser Zeit, also von vor ungefähr 100 Jahren, kommen halt diese Ideen, dass halt die Zentralbank den Zins hoch und runter nimmt. Ja, Knut Wicksell, so ein schwedischer Ökonom, mit seinem Werk Geldzins und Güterpreise von 1898, das ist so der Anfang der modernen Makroökonomik, da steckt schon drin, dass quasi Zinsveränderungen auf die Inflationsrate wirken und ähnliche Gedanken. Aber das heißt nochmal, dass halt die Staatsanleihen auch nicht den Staat finanzieren, sondern wie bei den Steuern fließt halt durch Staatsanleihen das Geld zurück an den Staat. Nur, dass diesmal der Staat halt verspricht, in Zukunft dann auch wieder mehr Geld sozusagen dafür zu bezahlen, sofern es einen positiven Zins gibt. Das heißt also, letztendlich ist quasi eine Staatsanleihe nichts anderes als mehr oder weniger verzinstes Bargeld, was halt nicht verfügbar ist sofort. Und damit auch eine Art verzinste Steuergutschrift. Ja, das heißt also, die staatlichen Defizite, die können wir jetzt auch natürlich ganz anders erklären. Also ein staatliches Defizit bedeutet, dass der Staat über Geld, was er sozusagen über Ausgaben in die Wirtschaft reinpumpt, mehr reinpumpt, als er nachher über Steuerzahlungen wieder rauszieht. Ja, also wenn ich als Staat irgendwie in den USA vielleicht, ich muss mal überlegen, wo da das Defizit ist und so weiter, die Zahlen kann ich auch nicht, aber wenn ich sagen wir mal, ich gebe irgendwie 4.000 Milliarden aus und ziehe 3.000 Milliarden wieder ein an Steuern, dann habe ich sozusagen 1.000 Milliarden Dollar halt zusätzlich in die Wirtschaft gepumpt. Und das ist das Defizit. Ja, das heißt also, wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, dann erzeugt er halt natürlich zusätzliche Ersparnis bei den Privaten. Und wenn die das Geld umtauschen dürfen, in Anführungsstrichen, in Staatsanleihen, und so sind die Regeln in den USA, dass das so gemacht wird, dann entsteht dadurch sozusagen halt Staatsverschuldung. Und dann summieren sich die Defizite halt auf. Bei Überschüssen zieht der Staat halt mehr Geld raus, als er reingeschossen hat in die Wirtschaft. Das heißt aber, dass Staatsverschuldung nichts anderes ist als quasi die Menge der Steuergutschriften, die noch im Besitz sind des privaten Sektors und die für nichts anderes taugen als für Steuerzahlungen in der Zukunft. Da hört sich das mit der Staatsverschuldung auch gar nicht mehr so schlecht an. Ja, das heißt also nochmal, wir reden gleich nochmal kurz über die Grenzen auch des ganzen Systems, aber generell ist Staatsverschuldung ist eigentlich nur sozusagen die ausstehende Menge an staatlichem Geld im Besitz der Haushalte und Unternehmen, das für zukünftige Steuerzahlungen eingesetzt werden kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das irgendwann inflationär ist. Ja, es gibt ja Leute, die behaupten, dass staatliche Defizite inflationär sind. Wir haben jetzt zum Beispiel in den USA gesehen, letztes Jahr, glaube ich, 2019, hatte, glaube ich, Donald Trump mit seiner Regierung ein Defizit von ungefähr 1.000 Milliarden Dollar. Also unsere Kinder, so 1.000 Milliarden, da wissen sie auch, dass viel Geld ist. Unsere Tochter ist 5, 2 und 3. 1.000 Milliarden Dollar, das muss doch inflationär sein. Das ist so viel Geld. Das ist, auf Englisch ist es a trillion, ja, eine Billion auf Deutsch. Also wenn das Defizit eine Billion Dollar ist und wir immer noch keine hohe Inflation haben, dann stimmt doch was nicht. Und ja, da sehen wir auch, dass die ganze Theorie stimmt nicht. Ja? Also diese neoliberale Theorie, dass halt staatliche Defizite inflationär sind, die ist Schmuh. Das heißt also, die Inflationsraten hängen im Wesentlichen ab von der Veränderung der Lohnstückkosten. Und weil die Lohnstückkosten im Wesentlichen durch die Veränderung der Löhne determiniert werden, der andere Teil ist ja die Produktivität, aber die kann man schlecht verändern, also zumindest schlecht aktiv. Also letztendlich hängt die Inflationsrate ab von der Lohnentwicklung. Ja, und die ist ganz stark beeinflusst auch durch den Staat. Wenn der Staat halt beispielsweise die Löhne mal kräftig steigen lässt, dann zieht normalerweise der private Sektor nach. Und wenn der private Sektor vorangeht, muss der Staat ja nicht nachziehen. Also das ganze Preisniveau sozusagen ist sehr stark durch den Staat halt beeinflusst. Da, wo er Direktlöhne setzt, quasi wo öffentliche Beschäftigung entsteht, aber auch da, wo er Sachen kauft und entsprechend durch seine Preise natürlich auch indirekt die Löhne dann entsprechend beeinflusst. So, die Grenzen der Staatsausgaben, ja, die liegen natürlich dann in den Ressourcen. Das heißt also, Geld ist theoretisch unbegrenzt. Es gibt ja diesen schönen YouTube-Clip von Mario Draghi, wo er gefragt wird, can the ECB run out of money? Seine Antwort ist, well, technically no. Ja, also die Zentralbanken können natürlich Geld ohne Ende erzeugen, wie in unserem Beispiel mit der Druckerpresse um 1700 herum in der amerikanischen Kolonie, heute halt am Computer. Aber die Grenze ist quasi das, was die Leute halt dem Staat anbieten. Ja, also wenn der Staat halt irgendwas kaufen möchte und der private Sektor sagt, wir haben schon alles verkauft, Lager sind leer, dann kann der Staat halt nur noch versuchen, die Preise hochzubieten. Ja, so wie das anscheinend einige amerikanische
Regierungsstellen versucht haben, bei der Beschaffung von Masken, die dann irgendwo in Asien am Flughafen versucht haben, das Doppelte und eine Dreifache von dem zu bieten, was anscheinend die Berliner Behörden geboten haben. Hier sind also Masken, die für Berlin gedacht waren. An irgendeinem Flughafen, glaube ich, in China oder so, sind die quasi noch verkauft worden nach Amerika zum drei- oder vierfachen Preis. Ja, dem Staat kann das Geld nicht ausgehen. Ja, das ist sozusagen das Resultat. Natürlich kann der Staat dann auch Schindluder treiben damit. Das heißt also, wenn dem Staat das Geld nicht ausgehen kann, kann er natürlich versuchen, alle möglichen Probleme zu lösen, indem er einfach sagt, okay, ich gebe euch mehr Geld. So, und wenn natürlich dann irgendwann die Ressourcen alle beschäftigt sind und quasi das Geld nur noch dazu führt, dass die Löhne steigen, dass die Preise steigen, dann hat es natürlich eher tendenziell negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Preisstabilität ist dahin. Aber wie gesagt, das muss nicht der Fall sein. Das heißt also, in einer vernünftigen Wirtschaft, in Anführungsstrichen, ist es ja auch so, dass die Sparerinnen und Sparer, gerade denken sie an die Leute mit Renteneinkommen, die Älteren, ja, die werden natürlich darüber wachen, dass nicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, Spinner an die Macht kommen und irgendwelche Parteien jetzt sagen, wir wollen die nächsten 10 Jahre jeweils 10% Inflationsrate und die Rentner kompensieren wir nicht für das höhere Preisniveau. Ja, das wird nicht passieren. Insofern, die politische Situation ist normalerweise so, dass Preisstabilität ziemlich weit oben steht auf der Agenda und auch in den Ländern, wo die Inflationsraten sehr hoch sind, in Südamerika, ist es aber so, dass die Leute relativ unzufrieden damit sind. Insofern also MMT ist sozusagen keine Theorie, die halt sagt, wir sollten uns irgendwie entschulden durch Inflation. Ja, das hat jetzt gerade der Chefvolkswirt, glaube ich, der Allianz nochmal geschrieben, dass das so wäre. Aber das ist nicht richtig. Aus unserer Sicht sind sozusagen Staatsschulden nichts Problematisches, nichts inhärent Schlechtes, sondern sind einfach nur eine funktionale Statistik, die aber sozusagen keinerlei Verschuldung des Staates sozusagen impliziert, sondern nur halt, wie gesagt, aussagt, dass der Staat halt in Zukunft halt sehr viel Geld für Steuerzahlungen quasi annehmen kann, wenn er es denn möchte. Aber aus funktionaler Sicht sozusagen gibt es keinen Grund zu sagen, die Staatsverschuldung sollte auf Null zurückgeführt werden, weil das natürlich auch die Vermögen des Privatsektors extrem nach unten zieht. So, das sind in mehr oder weniger wenigen Sätzen quasi die Haupterkenntnisse der Modern Money Theory. Jetzt kann ich noch kurz anschließen, dass wir uns natürlich auch Gedanken machen über Geldsystemreform. Es gibt ein Papier zum Beispiel von Warren Mosler, dem Mitbegründer der MMT, der hat 2009 mal ein Papier geschrieben, wie man im amerikanischen Bankensystem anders regulieren könnte. Das heißt, er hat zum Beispiel gesagt, keine Kredite auf Grundlage von Sicherheiten, die selber Finanztitel sind. Also wer zum Beispiel eine Staatsanleihe besitzt im Wert von 10 Millionen Dollar und 10 Millionen Dollar ausgeben möchte, der soll sie doch bitte verkaufen und nicht quasi diese 10 Millionen Dollar als Sicherheit hinterlegen bei einer Bank und sich dort dann 10 Millionen Dollar leihen. Auch Fremdwährungskredite sind ausgeschlossen und dazu halt alle möglichen Derivate, in großen Teilen auch Verbriefungen. Also in dem Papier sind halt auch wesentliche Punkte drin, die halt auch MMT ja vertreten zur Reform des Geldsystems. Allerdings betonen wir halt immer wieder sehr stark, dass ja die Menge der Ressourcen begrenzt ist. Und wenn halt der Staat mehr Geld ausgibt und mehr Ressourcen an sich zieht, bleibt halt automatisch weniger für den privaten Sektor. Das heißt also, wir erkennen natürlich auch, dass sowas wie in Japan passieren kann. Das heißt also, in Japan war das halt so, dass seit ungefähr 1991, da gab es einen großen Aktien- und Immobiliencrash, da haben die Firmen im Nikkei, im Aktienindex, haben angefangen, ihre externe Verschuldung zu reduzieren, weil sie Angst hatten, dass sie abhängig sind von Banken und die Banken natürlich hatten Angst, dass sie insolvent sind. Da ist es tatsächlich so, dass halt inzwischen fast nur noch der Staat sich verschuldet. Und ich glaube, die Hälfte aller Nikkei-Unternehmen hatte schon vor 5, 6 Jahren, hatten die schon keine externe Verschuldung mehr. Das heißt, sie hatten nur noch Aktien, aber keinerlei Anleihen mehr. Das heißt also, Japan ist relativ langweilig für Banker, weil einfach kaum private Schuldtitel da sind. Und Staatsanleihen sind extrem langweilig für Banker, weil deren Preise halt stabil sind. Die Bank of Japan hat ein sogenanntes Yield Target, also die haben ein Verzinsungsziel. Und das beträgt 0% bei den 10-jährigen Anleihen. Und es gab vor ein paar Jahren mal einen Tag, da wurde keine einzige Anleihe gehandelt. Ist ja auch klar, alle wissen, wie teuer die sind und wie teuer die in Zukunft sein werden. Insofern, was soll ich die Dinge auch handeln? Und da gibt es natürlich einen Markt in Höhe von mehreren 100 Milliarden Yen bei den 10-Jährigen. Ja, das heißt also, wie gesagt, die MMT erkennt natürlich auch, dass der Finanzsektor ein Problem hat. Und es gibt quasi von uns auch nochmal direkte Vorschläge zur Anpassung und vor allen Dingen zur Ausrichtung aufs Gemeinwohl. Ja, das ist immer der Talking Point bei uns auf Englisch. Also wir sagen halt immer wieder, die Institutionen des Staates sollen aufs Gemeinwohl ausgerichtet werden und nicht auf privaten Profit. Also auch wenn Banken Profite machen können mit gewissen Geschäften, das heißt nicht, dass sie erlaubt sein sollten, sondern wir müssen uns immer wieder angucken, was bringt das fürs Gemeinwohl. Und wenn es nichts bringt, dann muss man es halt weg.
So, das nochmal so als kleiner Nachschub sozusagen für die monetative Extra. Ich glaube, das wäre es erstmal. Ja, vielen Dank, Dirk, für die Kurzeinführung. Es sind da jetzt viele Fragen. Ich glaube, Simon, rufst du mal die Fragen einzeln auf? Genau, also wie gesagt, alle anderen gerne auch bitte im Chat ankündigen. Ansonsten gehen wir dann mal der Reihe durch. Die erste kommt von Martin Männer. Ja, das war eigentlich nur ein kurzer Kommentar. Wenn man die Steuerzahlungen als Akzeptanzerzeuger für Geld sieht, dann sind wir mit dem Bargeld ein bisschen auf der Schieflage, weil der Staat ja das gar nicht mehr annimmt, in Europa, also in Deutschland zumindest, in anderen Ländern auch. Ne? Das heißt, es wird ja nur das nicht schuldfrei Geschöpfte, also nicht das Bankengeld wird ja nur akzeptiert. Und ich fand es interessant, dass Sie gesagt haben, dass dass das Zentralbankgeld ist schuldfrei, kann als schuldfrei in den Umlauf gebracht angesehen werden. Und wenn man dann halt die Bankengeldschöpfung sieht, dann ist es natürlich auch irgendwo, wie soll ich sagen, in der Art und Weise, wie viel tatsächlich Geld in Umlauf kommt, ist ja dann nicht nur der Staat letztendlich derjenige, der davon profitiert und der das auch bestimmt, sondern natürlich auch die private Geldschöpfung. Ja. Und das muss man sicherlich auch in einer zweiten, ein bisschen größeren Abstraktionsstufe oder Komplikationsstufe dann auch nochmal mit berücksichtigen, was das alles für Auswirkungen hat. Ne? Ja klar, ich hatte jetzt halt hier nur eine halbe Stunde, 20 klar, Minuten. Natürlich, ja. Deswegen, ich kann auch noch das Bankensystem dazu erklären natürlich, aber das ist sozusagen, wenn Sie mich fragen, was ist quasi bei MMT der Kern, da würde ich halt sagen, das ist der Kern. Die endogene Geldschöpfung, also Randy Ray zum Beispiel, einer der Vordenker von MMT, bevor es MMT gab, hat er schon 1990 Bücher geschrieben, auch zur endogenen Geldschöpfung bei Banken beispielsweise. Also das ist alles bekannt, das haben ja auch die Post-Keynesianer haufenweise schon in die Welt posaunt und auch die Bundesbank ja auch auf ihre Interventionen hat das ja auch zugegeben, die Bank of England. Ich habe gerade auch nochmal gefunden, nochmal was von Keynes, wo der das auch, glaube ich, schon irgendwie in den 20er Jahren oder bei seinem, ich glaube im Treatise von 1930 vom Gelde, da gibt es auch nochmal so einen kleinen Absatz, wo er halt auch sagt, die Banken schöpfen das Geld aus dem Nichts. Bei Knut Wicksell, den ich vorher angesprochen habe, steht es auch nochmal drin. Ja, ist wichtig, das Bankengeld. Aber wie gesagt, die Frage ist natürlich, die Frage ist nochmal die der Regulierung. Ja, also quasi, die Banken machen eigentlich Kreditanalyse. Ja, die gucken sich halt an, wie sieht's aus? Soll ich Kredit vergeben, ja oder nein? Und dann kann das natürlich eine staatliche Bank machen oder eine private Bank. Und da würde ich einfach sagen, also aus MMT-Sicht, wir haben dann nicht keine feste Meinung in Anführungsstrichen, sondern wir sagen halt, naja, es ist eher eine empirische Frage, was funktioniert denn? Ja, also funktioniert es halt gut in Ländern, wo halt nur staatliche Banken sind oder funktioniert halt gut, wo halt private Banken sind. Und ja, wir haben natürlich gesehen mit der letzten Finanzkrise, dass es halt überhaupt nicht gut funktioniert im privaten Bereich. Insofern, da sind wir völlig offen generell. Aber das ist sozusagen nicht der Kern, in Anführungsstrichen, der MMT. Das heißt, die Beschreibung der Geldschöpfung halt schon. Aber wir sind halt eigentlich eher eine Theorie. Das heißt, quasi auf Basis der MMT könnte man dann natürlich so eine Story dann aufbauen und halt sagen, aus den und den Gründen sollte Geldschöpfung zum Beispiel irgendwie nur bei staatlichen Banken liegen oder bei privaten Banken oder bei irgendwelchen Hybriden. Das lässt sich da machen. Dann nochmal ganz kurz zu den Steuerzahlungen. Sie können natürlich mit Ihrem Bargeld zur Bank gehen, es einzahlen und dann die Überweisung machen für die Steuerzahlung. Das heißt also, das Bargeld ist zwar nicht direkt für Steuerzahlungen zu verwenden, aber indirekt über das Bankensystem schon. Und es ist dann quasi auch das Bankengeld und zwar damit auch wieder das Zentralbankguthaben, was die Steuern bezahlt. Das heißt also zum Beispiel, wenn Sie halt Ihr Geld vor ein paar Jahren auf Zypern gehabt hätten bei einer zypriotischen Bank, ja, und Sie hätten da 100.000 Euro auf dem Konto liegen und oder sagen wir 200.000 und Sie wollen jetzt eine Steuerzahlung machen von 200.000 Euro, dann kann es halt sein, dass Sie jetzt gerade Pech gehabt haben. Jetzt kam gerade die Troika und hat gesagt, tut mir leid, Zypern ist ein Krisenland, ihr müsst jetzt irgendwie 30% oder ihr müsst euch irgendwas überlegen und dann sagt die zypriotische Regierung, wir nehmen jetzt 30% der Einlagen einfach weg. Und dann machen wir Kapitalverkehrskontrollen, es gibt keine Überweisung mehr über 400 Euro wert. So, und dann sehen wir ganz deutlich, wenn Sie dann Ihr Geld haben in der Bank auf Zypern, dann haben Sie Ihre paar hunderttausend Euro dort, aber Sie können keine Steuern zahlen.
weil die Bank es nicht hinbekommt, in Anführungsstrichen, weil die zypriotische Bank keine Zentralbankguthaben in der entsprechenden Menge nach Deutschland überweisen kann. Und dann stockt die Steuerzahlung. Da sehen Sie sozusagen ganz deutlich, natürlich aus unserer Sicht, aus der Sicht des Steuerzahlers, ist es natürlich immer so, dass wir halt denken, dass wir mit unserem Giralgeld bezahlen. Aber die Bank, die wir dazu nutzen, die muss halt entsprechend auch das Zentralbankgeld haben. Hat sie es nicht oder kann sie nicht überweisen, weil sie keine Verknüpfung hat, also kein Geld überweisen kann, dann scheitert auch die Steuerzahlung. Ja, das ist, wie gesagt, das ist eigentlich in fast 100% aller Fälle irrelevant, diese Unterscheidung. Aber es ist halt bis zum heutigen Tag so, dass letztendlich die Banken halt tatsächlich diese Zentralbankguthaben benutzen für Steuerzahlungen. Gut, das nächste Frage war Florian Heuer, war Kommentar, Frage. Ja, ich kann ja noch mal was dazu sagen. Schönen Dank für die Kurzzusammenfassung. Und Sie haben ja selber schon gesagt, dass die Banken da drin fehlen mussten, aufgrund der gedrängten Zeit. Die haben ja so ein bisschen gefehlt, weil der Staat gibt ja kein Zentralbankgeld aus. Der gibt ja nur Forderungen auf Zentralbankgeld aus. Das ist ja auch, der kommt ja nicht an Zentralbankgeld rein. Außer Bargeld. Das sehen wir komplett anders. Wenn beispielsweise die deutsche Bundesregierung Geld ausgibt, dann ist es halt so, dass sie auf dem Zentralkonto des Bundes die richtige Menge an Geld haben muss. Das muss quasi gedeckt sein. Und das Zentralkonto des Bundes wird aufgefüllt durch Verkäufe von Staatsanleihen durch die Bundesfinanzagentur oder durch Steuerzahlungen halt. So, und wenn der deutsche Staat, also die deutsche Bundesregierung, eine Zahlung anweist zur Bundesbank nach Frankfurt, dann guckt die Bundesbank nur, okay, ist genügend Geld auf dem Konto, ist das gedeckt? Und wenn ja, dann erhöht sie das Zentralbankgeldkonto der empfangenen Bank. Also wenn mich jetzt die deutsche Bundesregierung bezahlt dafür, dass ich irgendwie den Rasen mähe vor dem Bundestag und die zahlen mir 100 Euro, dann kriegt meine Bank kriegt 100 Euro Zentralbankgeld auf ihr Konto, gutgeschrieben von der Bundesbank. Ja, und da das vorher quasi auf dem Zentralkonto des Bundes lag und damit sozusagen nicht im Umlauf war, erhöht sich natürlich dann auch entsprechend die Geldmenge. Und meine Bank schreibt mir dann sozusagen 100 Euro noch an Guthaben nochmal dazu. Ja gut, wenn mein Arbeitgeber mir das mein Gehalt überweist, dann kriegt meine empfangende Bank auch das als Zentralbankgeld gutgeschrieben. Und ich habe immer nur noch die Forderung auf das Geld, Forderung darauf. Ich habe das nicht. Nein, klar. Das Geld in den Banken sind letztendlich, das sind Zahlungsversprechen. Also modernes Giralgeld ist nichts anderes als ein Zahlungsversprechen. Das ist ein Versprechen darauf, dass Sie damit Geld, also dass Sie damit bezahlen können per Überweisung oder dass Sie quasi Bargeld dafür bekommen, mit dem Sie dann zahlen können. Insofern klar, Giralgeld ist was anderes als Zentralbankguthaben, definitiv. Ja, und die Sie haben ja gesagt, die Akzeptanz für ein Geld, was eigentlich kein Geld ist, oder Papiergeld in Ihrem Beispiel, Giralgeld in diesem Beispiel, die Akzeptanz wird dadurch hergestellt, dass der Staat das als Steuerzahlung nimmt. Das kann ich für uns auch so sehen. Der Staat nimmt ja Giralgeld als Steuerzahlung. Ja, aus unserer Sicht schon, ja, genau. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die war von Tom. Tom? Wo ist Tom? Tom wäre freigeschaltet, wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht. Nee, warte mal, darf ich meinen noch mit der Zentralbankbilanzierung? Dann schieb doch du deine bitte ein. Ja, genau. Also, das habe ich jetzt als Frage verstanden. Du hast gesagt, ja, faktisch haben wir schon ein schuldfreies Geld, aber faktisch haben wir eine Zentralbankbilanz, wo Geld als Verbindlichkeit verbucht ist. Ja. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zentralbankpolitik, weil die geben natürlich das Geld nicht einfach als Zuschuss aus, sondern kaufen dafür eben die Staatsanleihen, wo sie wieder eine Forderung haben. Dann gibt es natürlich eine ganze Latte an Auflagen, an sogenannte Schuldnerstaaten. Ja, das haben wir alles hinter uns. Ja. Und würde denn Modern Money Theory dabei sein, wenn wir sagen, okay, wenn wir sagen, diese Zentralbankbilanzierung heute, die ist antiquiert, man stellt das System um, dass man Geld eben nicht mehr als Verbindlichkeit verbucht in der Zentralbankbilanz. Wärt ihr da dabei? Klar, also das ist ja so, dass halt es gab modernes Geld, ungefähr, es gibt es seit 6000 Jahren ungefähr. Ja, es gab ja schon im alten Mesopotamien irgendwelche Hölzchen, also wenn sie ihre Steuern in Weizen bezahlt haben, dann hat der Herrscher ihnen dann so ein kleines Hölzchen gegeben.
hat das in der Mitte durchgebrochen und dadurch, dass die beiden Enden zusammenpassen, war das quasi klar, dass sie Steuern bezahlt hatten. Und damals gab es keine Buchhaltung, aber es gab diese Hölzchen, die im Umlauf waren und die quasi bedeuteten, dass halt Steuern gezahlt wurden und die haben auch, die sind wie Geld dann auch zirkuliert. Das heißt also, auch bevor es Zentralbanken gab, gab es natürlich schon modernes Geld, es gab auch schon Schulden. Und das heißt nochmal, diese Bilanzierung der Zentralbank ist einfach nur, das gibt es, also um 1400 und wurde halt diese doppelte Buchführung erfunden und so weiter. Aber Geld und Schulden gab es schon viel weiter vorher. Und die Idee einer Bilanz ist eigentlich die Frage, ist diese Firma oder ist diese Institution, ist sie liquide und ist sie solvent? Deswegen stelle ich normalerweise eine Bilanz auf. Also zum Beispiel von meinen Kindern mache ich keine Bilanz, weil das, was soll das? Bei der Zentralbank mache ich eigentlich auch keine Bilanz, weil das die sind Schöpfer des Geldes, die können halt Geld erzeugen. Ja, das heißt also, ich hätte ja keine Angst, dass irgendwie die Zentralbank irgendwie auf einmal kein Geld mehr erzeugen kann für den Staat. Das heißt also auch zum Beispiel die tschechische Zentralbank hat jahrelang mit negativem Eigenkapital operiert, wurden von der EZB häufig aufgefordert, das zu unterlassen. Und da haben sie Papiere geschrieben, das war anscheinend so ein kleiner Kleinkrieg dann zwischen EZB und der tschechischen Nationalbank, haben so einen Kleinkrieg angezettelt, haben halt gesagt, das funktioniert wunderbar. Ja, wir sind ja zahlungsfähig, wir sind Schöpfer des Geldes. Insofern, wenn wir nochmal zurückgehen, dann so kleine Kolonie von... Eine Bilanz macht dann bei der Zentralbank, wenn sie Geld schöpfen kann, da keinen Sinn. Also die doppelte Buchführung, da wären wir ja dann zusammen. Ja, weil dann wäre es faktisch, weil faktisch ist es ja, ich meine... Klar, ich stimme den Ausführungen ja schon zu, dass die Zentralbank immer Geld machen kann, aber faktisch verbucht es immer noch als Schuld und da ist ja wieder eine ganze Latte an Auswirkungen, was die Politik betrifft. Dann sagen Leute, um Gottes Willen, negatives Eigenkapital. Natürlich geht das, ja, aber da ändert sich ja dann das ganze Spiel, wenn man das immer noch so ausweisen kann. Schafft auch der Zentralbank dann die Macht, eben Schulden, sogenannte Schulden einzutreiben, ja, und das wollen wir ja nicht, ja. Ich weiß zum Beispiel von Ulrich Binsal. Ulrich Binsal von der EZB, der hatte in seinem Buch die Reserven, also die Einlagen bei der Zentralbank, hatte er mit Minuszeichen auf der aktiver Seite. Ja, dann geht die Bilanz auch auf. Also quasi ein Kredit, den die Zentralbank vergibt ans Bankensystem, taucht dann auf der aktiver Bilanz auf mit plus 100 wegen dem Kredit und dann minus 100, das ist das Geld, was erzeugt worden ist, die Reserven. Das geht auch. Also nochmal, die Bilanzen sind nur eine Statistik. Ja, also das zum Beispiel auch das Eigenkapital wird ja auch unter Verbindlichkeiten geführt, ist aber keine Verbindlichkeit. Insofern, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht durch die Darstellung von Statistik auf einmal Sachen vortäuscht, die nicht da sind. Also nochmal, ich habe das ja auch jahrelang geglaubt, dass halt, wenn das auf der Verbindlichkeitenseite steht, dass es dann Schulden sind. Aber das stimmt halt nicht für eine Zentralbank. Und in unserem kleinen Beispiel von der Kolonie um 1700 herum sehen wir das ja. Also wenn ich als Bürgermeister jetzt die ersten 10 Dollar ausgebe, ja, dann habe ich als Staat 10 Dollar ausgegeben. Wie soll denn dann meine Bilanz aussehen? Ja, also wahrscheinlich sieht meine Bilanz so aus, dass man natürlich sagen kann, ja, letztendlich sind das Steuerschulden in Anführungsstrichen oder Steuergutschriften, die ich im Umlauf habe. Ich kann das als Verbindlichkeit buchen beim Staat. Und dann habe ich auf der Verbindlichkeitenseite minus 10. Und dann sage ich halt, Entschuldigung, da habe ich plus 10 auf der Verbindlichkeitenseite, das sind meine 10 Dollar, die ich bezahlt habe. Und dann mache ich halt noch ein Nettovermögen von minus 10 darunter, damit das auf 0 dann sich summiert. Aber das ist natürlich reine Konvention. Ich muss das nicht machen. Ja, ich kann auch einfach sagen, naja, ich meine, es sind halt Steuergutschriften, was soll ich das in so eine Bilanz reinschreiben? Vor ein paar Jahren gab es ja mal diese Diskussion um die Frage, wie man halt in Ländern die Bilanzen halt macht für die Regierung, dass man auch in die öffentlichen Gebäude da irgendwie auf die aktiver Seite setzt, aber nochmal, warum sollte man das tun? Wir sind ja normalerweise nicht der Meinung, also bei einer souveränen Währung kann der Staat halt nicht pleite gehen. Ja, warum sollten wir eine Bilanz für den Staat aufbauen? Was ist der Grund dahinter? Der muss ja nicht irgendwie seine Profite maximieren oder ähnliches. Deswegen halt. Die Zentralbank ist zutiefst unlogisch, da stimmen wir auf jeden Fall überein. So, nächste Frage. Michael dann. Ja. Ich habe eigentlich nur die Frage, im Moment vor dem Hintergrund dieser Schuldenanhäufung, die sich jetzt allenthalben, nicht nur bei uns, sondern überall ergeben, steht ja auch immer die Frage im Raum, wer soll das bezahlen? Wir können das ja unmöglich unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen aufhalten eigentlich, aber bislang war es ja Lehrmeinung, dass es so ist. Die Schulden, die wir aufnehmen über gewaltige Laufzeiten und so weiter,
wird diese Generation nicht bezahlen, sondern es werden die nächsten Generationen bezahlen. Und vor diesem Hintergrund steht natürlich auch die Frage, ich meine das jetzt nur als Beispiel, die Amerikaner haben ja ein so gewaltiges Staatsdefizit, das ja immer in Billionenhöhe sich gewissermaßen von Jahr zu Jahr erhöht. Wie ist denn das bitte schön zu sehen? Sind das wirklich so gesehen keine Schulden? Ist das letztendlich für den amerikanischen Staat völlig unproblematisch, diese Gelder angehäuft zu haben? Das würde doch im Gegenzug bedeuten, dieser Streit, der alljährlich bei denen ausbricht, dass der Staat irgendwelche fremden Gelder nicht mehr aufnehmen kann, beziehungsweise eigentlich ja heißt, würde das doch bedeuten, dass er kein Geld mehr generieren dürfte, um dieses Defizit nicht noch zu erhöhen. Was ist das eigentlich dann? Nach dieser MMT-Theorie wäre das doch dann im Prinzip eigentlich Spiegelfechterei. Ja, genau. Jetzt haben Sie es ja genau gesagt. Brauche ich das nicht tun? Also wir sind halt der Meinung, dass quasi das Defizit bedeutet einfach nur, dass der Staat mehr ausgegeben hat, als er eingenommen hat. Und die Konsequenz davon ist letztendlich einfach nur, dass die Statistik dann ein höheres Defizit ausweisen wird. Ob die Inflationsrate steigt? Naja, kommt halt auf ein paar andere Sachen an, unter anderem halt auf die Lohnentwicklung. Aber es ist auf keinen Fall so, dass halt ein staatliches Defizit jetzt irgendwie durch irgendwelche Wirkungen dazu führt, dass die Inflationsraten jetzt irgendwie höher sind. Und auch die höhere Staatsverschuldung, ich meine, ja, wenn der Staat halt aufgrund von schlechter wirtschaftlicher Lage halt geringere Steuereinnahmen hat, dann wird das staatliche Defizit höher ausfallen und damit wird die Staatsverschuldung ansteigen. Aber warum sollten wir die Staatsverschuldung reduzieren? Ja, das heißt also, auch da wieder, es stellt sich ja keine Finanzierungsfrage. Ein Defizit muss nicht finanziert werden. Ein Defizit heißt einfach nur, dass mehr ausgegeben wurde, als eingenommen wurde und gut ist. So, und da ja auch die Amerikaner nicht gezwungen sind, ihre Staatsverschuldung irgendwie zurückzuführen, werden sie einfach sagen, ja gut, dann haben wir halt jetzt eine höhere Staatsverschuldung, macht ja nichts. Und das ist auch das, was Stephanie Kelton sagt und was inzwischen ja auch in Deutschland sehr viele Leute sagen, dass quasi wir einfach mit höherer Staatsverschuldung leben werden. Und das ist alles in Anführungsstrichen. Ja, also das heißt, der Staat ist ja, und das kann man halt nur auch vertreten, eigentlich wenn man verstanden hat, was MMT genau bedeutet. Das geht natürlich nur, wenn der Staat Schöpfer des Geldes ist und seine eigene Währung benutzt. Also wenn der Staat sich in ausländischer Währung finanziert oder wenn er Staatsverschuldung hat in ausländischer Währung, in US-Dollar oder so und nicht USA ist, dann gibt es natürlich Probleme. Ja, das ist das Problem. Gut, angesichts dessen, dass wir schon extrem viele Fragen haben und auch schon eine Zeit ein bisschen fortgeschritten, würde ich auch an die Kunst kurze Fragen und kurze Beiträge fassen, gerade von den Teilnehmern, würde ich daran appellieren. In dem Sinne, Bastian, vielleicht kurz und prägnant fassen, wenn möglich. Kleiner Moment, jetzt war es, bist du noch nicht frei? Klappt's noch? Ja? Jetzt. Okay, also gut, ich versuche es ganz kurz zu machen und zwar habe ich immer wieder gelesen, also dass die MMT-Theorie sagt, dass das Geld oder dass der Kredit endogen ist. Um jetzt richtig zu verstehen, ich meine damit nicht die Geldschöpfung, also dass es die gibt von den Geschäftsbanken, das ist völlig klar, sondern Endogenität in dem Sinne, dass sich das Angebot immer an die Nachfrage anpasst. Und ich halte das für ziemlich unrealistisch, wenn man also mal bedenkt, dass es in dieser realen Welt asymmetrische Informationen gibt und so weiter, dann kann man eben sehen, dass der Kreditmarkt immer rationiert ist. Und damit stimmt also diese Endogenität nicht. Also ich halte noch kurz ein Bild von Richard Werner, aus dem Buch von Richard Werner in die Kamera, da sieht man, wie der Kreditmarkt wirklich aussieht in der Realität. Also die Angebotskurve knickt ab irgendwann ab einem bestimmten Zinsniveau, weil wenn der Zins immer weiter erhöht wird und das Geld ausgedehnt wird, dann sind irgendwann nur noch die Hasardeure drin und deswegen machen die das nicht. Und deswegen ist der Kreditmarkt immer rationiert und damit bestimmen die Banken, wie viel, also die Kreditmenge, die Geldmenge und nicht umgekehrt. Ja, die Sicht lehne ich ab. Also wir haben ja auch mit Jaime Minsky haben wir sehr starke Bezüge halt zu einem Geldtheoretiker noch, der sich sehr stark jahrzehntelang beschäftigt hat, auch mit Kreditgeschäften, mit Banken, der an der Wall Street quasi angebunden war. Und der hat natürlich auch gesagt, natürlich gibt es bei der Kreditangebotsfunktion quasi auch noch, die ist nicht unbedingt immer nur horizontal. Ja, das ist halt, es gibt Borrowers Risk, es gibt Lenders Risk. Das heißt also, die Bank will natürlich auch nicht quasi zu viel Geld an einen einzigen Kreditnehmer halt leihen,
sondern sagt natürlich, dann mache ich mich zu stark abhängig, sondern dann irgendwann hört sie halt auf zu verleihen, dann geht der Zins erst hoch und irgendwann dann sagt sie halt, nee, jetzt kriegst du einfach gar kein Geld mehr. Ist uns alles bekannt, ist kompatibel mit MMT sozusagen. Also wir sagen natürlich, gibt es mikroökonomisch gesehen halt Verwerfungen sozusagen. Das heißt, wir sagen natürlich nicht, dass bei den Zentralbanken ist es ja tatsächlich so, dass wenn halt die Geschäftsbanken zur Zentralbank gehen und sie wollen Kredit, wenn die Sicherheiten haben, kriegen sie den auf jeden Fall. Und das ist aber natürlich beim Bankensystem nicht der Fall. Insofern, die Banken haben alle möglichen Gründe, halt keine Kredite mehr zu vergeben. Und deswegen, da glaube ich, ist keine wirkliche Differenz zwischen dem, was Sie gerade gesagt haben und dem, was wir sagen. Ja, wie man das jetzt sozusagen als Kurve malt, darüber kann man natürlich dann streiten. Aber die Banken vergeben natürlich auch nicht, zum Beispiel die Banken vergeben normalerweise nicht mehr Kredit als andere Banken. Ja, also das hat man auch in der Eurozone wieder gesehen. Das heißt also, in der Eurozone haben die Spanier schon irischen Banken sehr viel Kredit vergeben und dafür haben sie nachher büßen müssen. Und jetzt wissen das auch wieder alle Banken, man sollte im Gleichschritt mehr oder weniger Kredit vergeben und nicht so stark sich exponieren. Das wäre problematisch. Insofern, ja, solche Sachen gibt es. Ich würde an der Stelle auch kurz, bevor wir zur nächsten Frage von Ewald Kornmann kommen, anmerken, so angeregt wie heute waren auch schon viele Beiträge auf dem Chat nicht mehr. Das heißt, mit Sicherheit lässt sich das ein oder andere auch im Nachgang fortführen. Und dass wir jetzt nicht jedes Argument leider hier in dem Rahmen zu Ende fechten können, auch wenn es schön wäre. Gut, Ewald Kornmann war die nächste Frage. Richtig, hallo. Eben, wenn Staatsschulden kein Problem sind, weil sie als zukünftige Steuern wieder eingesammelt werden können, ist es dann ein Problem, wenn es davon zu viel gibt? Ja, genau, gute Frage. Also wir sehen halt auch Staatsverschuldung genau so, per se, ist kein Problem. Aber wenn wir zum Beispiel merken, dass halt zu viel Einkommen in Umlauf sind, zu viel Geld zirkuliert, dann wäre natürlich die Idee gut, wenn man halt sagt, lass uns mal die Steuern erhöhen, bevor die Inflationsraten völlig außer Kontrolle geraten. Das heißt also, die Staatsverschuldung ist nicht per se gut oder schlecht, sondern nur die Sachen sozusagen, die ökonomischen Effekte, die sie hervorruft. Also es kann zum Beispiel sein, dass Deutschland mit 120% Staatsverschuldung vom BIP schon deutlich inflationär ist, während zum Beispiel Japan bei 230% vom BIP noch mehr oder weniger eine Inflationsrate von Null hat, die darum so ein bisschen schwankt. Insofern, wir würden uns halt quasi immer ausrichten an den Problemen der Ökonomie, aber wir würden nicht sagen, dass wir jetzt irgendwelche Kennzahlen nehmen, gerade zum Beispiel Staatsverschuldung geteilt durch BIP, da teilen sie quasi jetzt eine Bestandsgröße, nämlich der Bestand an Staatsverschuldung, dann teilen sie das durch das BIP. Was sagt denn das eigentlich? Das ist eigentlich völlig unsinnig, sozusagen diese Größe überhaupt nur zu nennen. Die hat gar keinen ökonomischen Informationswert. Man kann höchstens damit die Staatsverschuldung dann vergleichbar machen mit anderen Ländern, aber auch das ist natürlich höchst fragwürdig. Insofern, ja, wir würden halt nicht sagen, dass die Staatsverschuldung auf irgendeine Zielgröße sozusagen hingeführt werden müsste. Also was zum Beispiel bei Maastricht drinsteht mit den 60%, halten wir für einfach unsinnig. Ja, es gibt keinen Grund zu sagen, die Staatsverschuldung sollte 60% des BIPs betragen. Gut, ich würde jetzt noch kurz ein bisschen weg von der Staatsverschuldung die Frage von Tom nachreichen. Und zwar, würde es Ihrer Meinung nach digitales Zentralbankgeld geben oder möglicherweise gar programmierbares Zentralbankgeld? Würde mich auch sehr interessieren, wie die MMT dazu steht. Wahrscheinlich von der Ausgestaltungsoption abhängig, oder? Ja, ich denke, dass auf jeden Fall digitales Zentralbankgeld ist ja schon fast Realität. Ich glaube, die E-Krona in Schweden zum Beispiel ist bald zu bereit. Das würde quasi gar nicht so viel ändern. Es kommt auf die Ausgestaltung halt an. Ich will jetzt das Thema nicht sofort anschneiden, aber diese Abschaffung von Bargeld zum Beispiel halte ich für kritisch. Also wenn es dazu führt letztendlich, dass man nachher digitales Zentralbankgeld hat, aber kein Bargeld mehr, dann bin ich da kritisch. Aber an sich sozusagen ist halt einfach nur eine Weiterentwicklung des Systems jetzt quasi. Ja, noch haben nur die Banken und Regierungen und öffentliche Institutionen haben Konten im Zahlungssystem. Und wenn wir jetzt auch alle Konten im Zahlungssystem haben, letztendlich brauchen wir dann die Banken nicht mehr als Intermediär in dieser Funktion, in Anführungsstrichen, dass wir unser Geld halten bei einer Bank und nicht direkt bei der Zentralbank. Insofern, für die Banken wäre das wahrscheinlich ein Problem. Die würden halt ihre Liquidität verlieren, weil sie halt ganz viele Konten verlieren und ganz viel Geld verlieren. Aber das kann ja okay sein. Also das muss nicht schlimm sein. Gut, kurze prägnante Antwort. Ich würde zur nächsten Frage von Holger Kreft übergehen, die so ein bisschen eine Metaebene berührt, wie geschrieben. Genau.
Also vielleicht ein bisschen, klingt auch ein bisschen naiv vielleicht, aber wer kann sich hier, das geht jetzt eigentlich so ziemlich an alle, wer kann sich hier erklären, warum es mehrere teilweise sehr unterschiedliche Anschauungen, Theorien und Reformansätze zum Thema Geld gibt? Ich bewege mich in verschiedenen Szenen und ich finde es immer sehr spannend, diese Auseinandersetzungen mitzubekommen. Jetzt kann man natürlich auf unterschiedliche politische Parteien und Weltanschauungen auch verweisen. Da wäre das ja ähnlich. Das ist aber eigentlich keine richtige Antwort, ne, auf die Frage. Wer kann sich da einen Reim drauf machen? Ja, also ich würde halt behaupten, dass wir eigentlich mit dieser empirischen Geldtheorie der MMT haben wir eigentlich zum ersten Mal den Versuch, glaube ich, einer ideologiefreien Geldtheorie. Das heißt, wenn wir uns alles andere angucken aus der Vergangenheit, angefangen mit dieser Postulat Geldangebot gleich Geldnachfrage. Ich weiß auch noch, im Studium habe ich gar nicht geschnallt, was damit überhaupt gemeint ist. Also das sind dann doch eher so Glaubensbekenntnisse. Und ich meine, es ist ja dann auch klar, wenn halt, also wenn die Neoklassik halt an der Uni halt diesen Mainstream halt macht und dann sagt, ja, der Zins ergibt sich dann am Markt und es gibt heute noch Lehrbücher, wo halt drinsteht, dass der Zentralbankzins an den Finanzmärkten mitentschieden wird und so weiter. Also das ist halt, ja, ich meine, einige haben halt einfach eine gewisse Idee, eine ideologische Idee, gerade auch zum Beispiel die schwäbische Hausfrau, die schwarze Null, das ist so ein Moralisieren. Und natürlich stecken dahinter auch Interessensgruppen. Und wenn die Leute erstmal da drin sind, in Anführungsstrichen, dann kommen sie auch schwer wieder raus. Viele auch bei uns in der akademischen Welt haben gar nicht verstanden, was das eigentlich für Sachen sind, weil die Sachen halt sehr komplex sind. Und bis man irgendwann mal dahinter gestiegen ist, was eigentlich die Probleme sind bei den Ausgangsannahmen, naja. Also ich vermute so ein bisschen, und das ist meine Hoffnung, dass die MMT so quasi als postideologische Geldtheorie hoffentlich von möglichst vielen akzeptiert wird, weil sie ja quasi eine Beschreibung des Ist-Zustandes ist. Und danach kann man ja überlegen, was könnte man halt verbessern an diesem Ist-Zustand und das entsprechend dann aufbauen auf diese Art von Geldtheorie. Ich meine, zum Beispiel im Wall Street Journal gab es auch vor ein paar Wochen so einen Artikel, wo das Editorial Board, also der Herausgeberkreis, hat auch in der Zwischenunterschrift geschrieben, dass sie alle MMTer wären. Ja, das ist natürlich auch, ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwie darauf ausgewiesen, halt das Editorial Board vom Wall Street Journal zu überzeugen, dass unsere Geldtheorie richtig ist, aber die haben das mehr oder weniger da so reingeschrieben. Und wie gesagt, wir hoffen halt, dass halt gerade dieser empirische Teil, dass man halt auch, die MMT kann man ja falsifizieren, weil wir halt Aussagen machen, entweder das stimmt oder stimmt nicht. Und daran messen wir uns halt auch. Und sicherlich werden wir auch in einigen Teilen noch dazulernen müssen. Und es wird auch immer wieder Neues dazukommen. Insofern, wir werden nie behaupten, dass wir die Wahrheit wissen, sondern wir sagen einfach nur quasi, das ist so ein bisschen wie beim Ingenieur, der halt sagt, naja, wenn ich einen Motor baue, dann kann ich schon erklären, wie der funktioniert. Ich habe ihn ja gebaut. Ja, das muss doch beim Geldsystem auch möglich sein. Ja, das ist doch, wenn man die Zentralbanker fragt, die Leute in den Finanzministerien und fragt, wie funktioniert denn das? Das haben wir doch gebaut, das Gerät, in Anführungsstrichen. Also lasst uns verstehen, was da passiert. Und wenn wir es verstanden haben, dann, ich meine, sieht man hier ja auch, sobald wir glauben, wir haben irgendwas verstanden vom Geldsystem, basteln wir schon daran, wie wir es verbessern. Ja, auch ja, Monetative und MMT, da sind wir genau gleich. Ja, erstmal verstehen und dann halt versuchen, es zu verbessern. Und das eint uns, glaube ich, auch. Genau, vielleicht von mir aus nochmal auch ein Versuch einer Beantwortung der Frage. Erstens ist diese Maschine natürlich sehr kompliziert, ja, wird oft falsch verstanden, deswegen gibt es auch verschiedene Lösungsansätze und man hat halt dann verschiedenen Fokus. Ich meine, unser Fokus ist halt auch, dass wir sagen, naja, also der Großteil des Geldes wird ja heute gar nicht vom Staat geschöpft, sondern von privaten Banken, ja. Und das ist halt eine Sache, die mir da ein bisschen fehlt und deswegen ist das unser Schwerpunkt. Aber natürlich gibt es auch Berührungspunkte zwischen den verschiedenen Theorien. Und da kann man ja dann auch jeweils gemeinsam ein Stück Weg gehen. Genau. Wir haben jetzt hier ein ganzes Sammelsorium noch an Kommentaren und Fragen. Nachdem wir jetzt auch schon 8 Uhr haben, nochmal ein kurzer Aufruf, wer nochmal explizit eine Frage hat, bitte einfach nochmal per Video melden oder in den Chat. Ansonsten, Klaus, gibt es aus deiner Sicht noch, gibt es noch eine Abschlussfrage von dir? Nö, das hatte ich ja gerade jetzt schon so gesagt. Das kann man auch als Abschlussstatement verstehen. Ja, ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin im Gespräch, trotz unterschiedlicher Schwerpunkte. Und ich danke dir sehr, dass du dir eine Stunde an diesem schönen Sommerabend genommen hast, den anderen Teilnehmern auch.
Als nächstes haben wir jetzt gar kein weiteres Gespräch, aber da werden wir noch was. Da wird zeitnah was verkündet und wahrscheinlich nächsten Donnerstag vielleicht mal wieder Pause, aber jetzt wird ja Sommer. Insofern schadet es auch mal nichts. Okay, dann danken wir für die Teilnahme, insbesondere der Jens, und wünschen einen schönen Abend. Ja, danke für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, schönen Abend. Okay. Tschüss.